Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video in Bezug auf die DISCON vom April 2018. Das ist eine Art Reflexions- und Nachbesprechungsvideo, um euch nochmal so ein bisschen das Ganze darzustellen, damit wir nicht einfach nur so eine Textwand oder sowas haben, dass ihr Emotionen und mal Gefühle vielleicht auch noch ein bisschen mitbekommt, im gesprochenen Wort. Das finde ich natürlicher und authentischer, um das euch dann nochmal zu vermitteln. Vorab sei gesagt, ihr habt unten die Kommentarfunktion auf jeden Fall, um Sachen zu schreiben, die euch besonders gut gefielen, nicht ganz so gut gefielen, wo ihr Anregungen hättet oder auf jeden Fall auch, wo ihr Kritik äußern wollt. Denn im 2018, im August, vom 3. bis 5. August, findet schon die nächste Veranstaltung statt, auch unter der Überschrift DISCON 2018 Tabletop Convention von Privat für Jedermann. Und da möchte ich natürlich versuchen, kurzfristig eure Anregungen, die ihr so habt, auch umzusetzen. Vorweg sei gesagt, für mich als Veranstalter ist bei der Con im April kein finanzielles Loch entstanden. Durch die Einnahmen, durch Eintritt, Würfel und Spenden sind 42 Euro plus entstanden, tatsächlich, die ich dann im August einsetzen möchte, um vielleicht einen kleinen Wettbewerb zu starten. Dazu aber später noch. Zuerst möchte ich auf jeden Fall allen danken, die sich beteiligt haben an der DISCON. Da wäre zum einen natürlich das Team um mich herum, also Silent, der Jonas, meine Frau, Miss Lizzie, aber auch vor Ort dann tatsächlich die Pinkflausche Skarben Rosi, meine Schwiegermutter, die auch nochmal ein bisschen was mit Muffins gemacht hat für Samstag. Dank geht natürlich auch an die Pathfinder Dortmund, die 5 Platten zur Verfügung gestellt haben, Freitag und Samstag da waren und auf jeden Fall das Ganze bereichert haben. Und durch ihre Platten auch nochmal zu einer schöneren Veranstaltung gemacht haben. Denn diese Platten wurden auch von teilweise den Leuten aus dem Tabletop-Forum geentert. Also die sind jetzt nicht nur bei Platten geblieben, die wir von mir kannten, sondern das hat sich gut durchmischt und das fand ich eine ganz schöne Sache. Die Würfel, die ich angeboten habe, gingen weg wie warme Semmel. Das ist tatsächlich so, dass sowohl meine Frau als ich sich jeweils einen Würfel haben gesichert. Alle anderen 48 Würfel sind unters Volk gekommen, was ich eine mega coole Sache finde. Also da war Zuspruch und es wurde tatsächlich auch noch gefragt, ob es in Anführungszeichen weiteres Merch für die Con gibt. Und man hat so ein bisschen rumgesponnen, so ein paar Ideen gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das dann finanziell auch umsetzen kann, da tatsächlich nochmal ein bisschen was mehr anzubieten. Wenn ihr Ideen habt zu irgendwelchen Klamotten, wie zum Beispiel ein DISCON-Shirt für Besucher, wo zum Beispiel hier das Logo drauf ist, ihr vielleicht in so einem Kreis der DISCON seid, beziehungsweise dieses auf Englisch Est 2014, glaube ich, müsste das sein, genau, dann könnt ihr das mal schreiben. Das würde ich dann nämlich, da kommen wir jetzt also diese Überleitung zu dem finanziellen Aspekt, vielleicht fürs nächste Mal so machen, dass ich so eine Art Vorkasse-Ticket anbiete und ein Premium-Vorkasse-Ticket, wo man dann natürlich den Preis ein bisschen höher geht, aber dann auch noch sowas drin hat, wie zum Beispiel sowieso Würfel oder ein Shirt oder sowas in der Art, dass das nochmal so eine Anregung für euch ist. Vor Ort wird es dann natürlich auch wieder die Möglichkeit geben zu zahlen, allerdings ist vor Ort dann natürlich wieder ein bisschen teurer als Vorkasse. Vorkasse, Premium-Ticket ist dann natürlich dementsprechend, was alles enthalten ist, auch nochmal ein bisschen mehr. Das wäre für mich so eine Sache, wo ich sage, ja, das möchte ich gerne machen, dass wir das auch per Vorkasse machen, da ich dann für mich auch ein bisschen mehr Planungssicherheit habe und vielleicht bevor die Veranstaltung schon losgeht, 50% der angemeldeten Leute schon bezahlt haben und ich sage, yo, das Geld habe ich schon mal drin, da bin ich schon mal viel sicherer, weil da habe ich ja vorher richtig Panik geschoben, dass ich da vielleicht auf einem riesen Batzen Geld sitzen bleibe, also zu zahlende Gelder noch sitzen bleibe. Aber es hat ganz gut geklappt und da freue ich mich mega drüber. Und das ist auch eine Überlegung, das fürs nächste Mal vielleicht auch mit einer Vorkasse-Lösung zu machen und vielleicht so einer Premium-Vorkasse-Lösung, wo nochmal so ein bisschen mehr drin ist. So ein fast wie man es bei Festivals kennt, so ein kleines Bundle, wo man vielleicht Schlüsselanhänger drin hat. Würfel oder ein Shirt, das kennt man ja vielleicht von diversen Musikfestivals, größeren, wo man sowas auch dann kaufen kann. Ich würde gerne nächstes Mal nicht nur Freitag, Samstag, sondern
gerne 3 Tage in dem Saal bleibt. Das heißt, da verändern sich dann natürlich auch wieder die Preise ein bisschen. 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage. Dementsprechend muss es doch dann auch geben vor Kasse 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage. Das Premium-Ding würde ich mir allerdings vorbehalten, dass ich das dann mache. Das Premium ist ein Standard 3 Tage plus zusätzliche Sachen. Und ja, dann denke ich, können wir das ganz gut umsetzen. Wer nicht möchte, der kann ja auch dann tatsächlich vor Ort bezahlen. Oder? Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber das nächste wäre auch der Saal als solches. Der Raum hat mir mega gut gefallen. Also es war viel, viel Platz. Wir hatten 11. Ich hatte 6, 5, 11 Spieltische in groß. Und 2 kleine, wo wir sowohl Necromunda als auch Inquisitor und auf dem anderen Zone Mortalis oder Imperial Assault hatten. Das heißt, wir hatten sehr viel Platz, der lässt sich noch ein bisschen, modifizieren vielleicht. Und dann wäre auch eine Idee für August oder für dann das Jahr, sofern wir diesen Saal nochmal bekommen und auch nehmen, nochmal so eine Art Top-Tables auf der Bühne zu machen, wo man vielleicht sogar was mit Livestream, Videoübertragung, Beamer, irgendwie sowas fancy machen kann, solange sich das technisch umsetzen lässt. Dann das mit dem Essen, die Organisation hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Jeder macht so, wann er meint. Und wir bieten auch nochmal an einem Punkt an, dass wir gemeinsam Pizza bestellen und dann auch gemeinsam essen. Bei 42 Personen, die wir tatsächlich am Samstag waren, ist es, glaube ich, die praktikabelste Möglichkeit, das so anzubieten. Wenn ihr Hunger habt, macht das so in kleinen Gruppen oder wir machen das in einer etwas größeren Gruppe gemeinsam. Das finde ich hat ganz gut geklappt und würde ich auch gerne so beibehalten. Vielleicht legen wir dann beim nächsten Mal noch weitere Flyer aus, nicht nur für die nächste Pizzeria, sondern was ich jetzt leider in der Kürze vergessen habe, auch für die anderen Lieferservices aus der nächsten Gegend. Das denke ich klappt ganz gut. Dann haben wir so ein Thema gehabt, das war bezüglich der Müllproduktion vor Ort. Hauptsächlich war das bezüglich dieser Trinkbecher, die wir hatten, ob man da nicht Mehrwegbecher nehmen könnte oder irgendwie sowas in der Art. Da habe ich schon ein bisschen drüber nachgedacht. Zum einen, ich hatte gesagt, als die ausgegeben wurden, bitte nicht sofort wegschmeißen, sondern vielleicht noch ein bisschen behalten, damit wir nicht so viel Müll produzieren. Hatte auch extra Stifte beigelegt, dass man sich einen Namen draufschreiben kann. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen natürlich nicht angekommen. Es kamen natürlich auch noch Leute ein bisschen später, zeitversetzt. Fahren gerade während des Rauchen, was weiß ich. Das zum einen. Zum anderen haben wir allerdings bei so Sachen wie Mehrweg, diese Becher aus Hartplastik, immer das Problem, man muss spülen. Das heißt, ich muss jemanden haben, der sich mit darum kümmern kann. Aus dem Team, der sich dann kümmert, okay, ich sammle die am Abend wieder ein, die Dinger, und spüle die noch, dass die für den nächsten Tag verfügbar sind. Und die ganz, ganz schwierige Sache daran ist, wenn ich das jetzt nicht vor Ort nehme von dem Veranstalter, was ich ungern machen würde, weil wenn was kaputt geht, müssen wir es dann wieder ersetzen. Das ist meist Porzellan und teurer. Diese Sachen, die ich mir dann dafür anschaffen würde, wie Mehrwegbecher oder sowas, muss man natürlich auch irgendwo lagern. Und da haben wir das große Problem, wo packe ich dann das ganze Zeug dafür hin? Deshalb weiß ich nicht, wie sich das umsetzen lässt. Vielleicht habt ihr da noch so eine pfiffige Idee, wo man vielleicht noch etwas hartwandigere Becher bekommen kann. Oder vielleicht gibt es ja auch irgendwie sowas wie beschichtete Pappbecher, das heißt, dass man zumindest mal von dem Plastik weg ist. Ich weiß es noch nicht genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man so ein, weiß nicht wie teuer das ist, aber dass man so ein Discount-Trinkbecher wie so ein Coffee-to-go-Becher hat. Das wird natürlich auch wieder dann in das vorher angesprochene Ticket reinfließen. Wie man das alles anbieten kann, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall Bock, aus der Discon was Großes zu machen. Wir waren jetzt 42 Leute am Sonntag. Sonntag ist ja immer Spitzenzeit sowieso. Die Veranstaltung ist im Raum auf jeden Fall möglich, auch 50 plus. Dann natürlich mit einem Spielplan, das wurde auch angemerkt, ob man eine Flipchart hat, wo man dann auch sich schon mal eintragen kann, an welchem Tisch man spielen wollen würde dann irgendwann. Das ist auch in meinem Kopf drin. Das würde ich auch gerne umsetzen. Auf irgendeine Art, was dann natürlich auch mit reinspielen würde, in dieses eventuell noch diese Anführungszeichen Top-Tables zu haben, auf der Bühne, 1 oder 2 Tische, und dass man das Ganze besser organisiert kriegt. Weil so musst du mal gucken, da und da mal ein Tisch frei. Wenn jetzt noch mehr Leute kommen, ist es natürlich wieder etwas voller und etwas drobeliger. Aktuell, jetzt im April, hatten wir
eigentlich immer ein oder zwei Tische frei zu jeder Zeit. Das heißt, da sehe ich noch nicht das Problem. Oder so habe ich das Problem diesmal noch nicht gesehen. Wenn es mehr Leute werden und auch mehr, die zocken wollen, dann ist natürlich klar, brauchen wir auch so vor Ort so eine Flipchart mit Permanent- und Non-Permanent-Marker, die das Ganze dann ein bisschen besser ersichtlich gestaltet. Auch vielleicht, dass dann da und da das und das Spielsystem angeboten wird. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitgekriegt habt, aber es gab ja Imperial Assault auch noch, es gab Saga, Nekromunda und Inquisitor gab es ja auch noch. Vielleicht hat man das nicht so richtig mitgekriegt, aber dass man das auch so einer Flipchart auch nochmal hat, die vielleicht nach am Eingang steht, so puff, das ist der aktuelle Spielplan, die haben sich Leute eingetragen. Dieses Eintragen, würde ich natürlich sagen, läuft dann über die Orga, dass man nicht einfach hingehen kann und sagen, so, ich frage mich da jetzt ein, da, blocke alle Spieltische, sondern dass es kurz mit der Orga so rückgesprochen wird, übrigens, pass auf, ich habe dann Bock zu spielen, wie sieht's aus, gibt es da irgendwie Probleme, falls natürlich viele Leute da sind. Deshalb in Rücksprache mit Orga lieber, anstatt einfach dieses macht einfach. Aber auch das, denke ich, kriegen wir ganz gut hin. Und ich bin zuversichtlich, dass die nächste Veranstaltung schon im August ein richtiges Highlight wird. Denn jetzt kommen wir zu dem ganzen Emotionalen. Ich bin mega angefixt im Hobby durch die Discord. Vorher war ich total platt durch die Organisation. Ich bin immer noch ein bisschen so, dass ich sage, boah, ich könnte einfach nur noch schlafen. Weil es war viel zu tun. Vor Ort sein, also als Erster da sein, als Letzter gehen, ist natürlich auch so eine Sache. Ich hatte durchschnittlich 3,5-4 Stunden Schlaf die Nacht zwischendurch immer. Und deshalb war ich ein bisschen platt, habe aber so viel positive Energie von euch mitbekommen. Alleine dieses typische enthusiastische Hobbygesicht am Spieltisch, man fiebert mit seinen Miniaturen mit und man unterhält sich angeregt über diese ganzen Themen wie Hintergrund, wie baue ich was, bemalen und alles sowas. Mega gut, ich habe mega viel Energie dadurch gesammelt, also Hobbybatterien sind aufgeladen und ich habe auch schon einige Projekte, die ich jetzt anstreben möchte, sowohl fantastisch, sowohl als Grimdark Future, als auch 30k. Und so ein paar Sachen, wo ich auf jeden Fall jetzt Zeit investieren möchte, weil ich so ein bisschen die Initialzündung auf der Korn gekriegt habe. Das heißt, ich für mich konnte auch was mitnehmen. Ich habe von einigen von euch da draußen auch schon gehört, dass die auch einiges mitnehmen konnten. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle nochmal abschließend sagen, danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr das mit möglich gemacht habt, dass diese Veranstaltung zu einem Erfolg wurde. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Für gegebenenfalls Hersteller oder sowas da draußen oder kleine Läden da draußen, ich habe schon so einen kleinen Deal abgesprochen mit dem Kultspiel in Dortmund, dass ich so eine Bowflag aufstelle und Flyer von ihm auslege und er sich dafür dann ein bisschen an den Kosten beteiligt. Den genauen Betrag weiß ich noch nicht. Genau möchte ich auch anderen vielleicht kleinen Läden die Möglichkeit geben, da so ein paar Flyer auszulegen. Mit einem ganz minimalen Obolus vielleicht. Oder ihr legt meine Flyer aus, ich lege eure Flyer aus, dass wir dann auch so ein bisschen so eine Synergie erschaffen. Ich mache Werbung für euch, ihr macht Werbung für die Veranstaltung und es kommt uns allen zugute. Was ich nach wie vor nicht möchte, dass ich da einen Hersteller, einen Händler hinstelle und sagt, so hier, das ist mein Demotisch und ihr könnt übrigens hier, guck mal hier hinter mir habe ich die Wand aufgebaut, da könnt ihr die Produkte direkt. Sowas möchte ich nicht, es soll eine Spielveranstaltung sein, eine informative Veranstaltung, wo ihr neue Spielsysteme kennenlernt, wo ihr neue Spieler kennenlernt und gegebenenfalls, wo ihr auch neue Händler kennenlernen könnt, weil die auch für mich Werbung machen. So unter dem Motto. Deshalb, also wenn ihr jemanden habt, der so einen kleinen Shop betreibt, so eine kleine Tabletop- oder Miniature Wargaming Spiele, Laden, Geschäftdings, wo ihr sagt, jo, der könnte ein bisschen mehr Werbung vertragen, dann sagt ihr mal, hier pass auf, der Dizzy macht da so eine Veranstaltung, ganz einfach Gentleman Agreement, du legst Flyer für ihn aus, er legt Flyer für dich bei seiner Veranstaltung aus und alles ist cool. Was über diese Flyer hinausgeht, würde ich so einen kleinen Bonus dann erheben, weil das uns ja dann auch allen zugute kommt. So, und ich glaube, das sollte an dieser Stelle genug sein. Mir schwirren noch viele wirre Gedanken im Kopf herum, die ich euch noch nicht sagen möchte, weil ich noch nicht weiß, ob man das umsetzen kann. Eine Sache, die sich jetzt für August umsetzen lässt, ist dieser Wettbewerb, den ich ja vorhin erwähnt habe. Ich würde gerne einen kleinen Wettbewerb machen, bei dem meldet ihr euch vorher an, also vor der Veranstaltung, dass ich etwas vorbereiten kann.
Dieser Wettbewerb wird jetzt nicht turniermäßig sein, im Sinne von ihr spielt um den ersten und zweiten Platz, sondern ihr macht vielleicht etwas Kreatives. Ich stelle euch zufällig Farben hin und ihr bemalt ein Modell, jeder bekommt dasselbe Modell, sowas aus einer Start Collecting Box, und ihr bemalt das und habt dann, keine Ahnung, anderthalb, zwei Stunden dafür Zeit, das zu machen. Dann ist on point Pinsel fallen lassen und dann wird das ganze Ding so aufgezogen, dass ich erhebe, von wem war welches Modell. Vielleicht eine Stunde später ist dann diese große Abstimmungsmöglichkeit gibt, dann werden die Modelle hingestellt. Natürlich möglichst anonym und dann können die anderen Besucher alle abstimmen, was ist denn jetzt das Coolste unter dem Fokus, den es gab. Vielleicht gibt es auch so einen kleinen Bits-Battle. Ich greife einmal so in eine riesengroße Bits-Box, packe das in einen kleinen Karton, jeder kriegt einen kleinen Karton und dann baut aus diesen Bits was. Jeder benutzt nur seine Bits und ihr baut zum Beispiel zum Thema Dämonen, Chaos-Mutation oder sowas, irgendwie sowas. Und dass es dann den ersten und zweiten Platz auch ein kleines Preisgeld gibt, wo dann die 42 Euro von jetzt April wieder refinanziert. Also das Ganze wieder refinanzieren. Dass es vielleicht auch nochmal nicht nur Spielen, Spielen, Spielen ist, sondern auch mal so eine kleine etwas Auflockerung für zwischendurch. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, Ideen oder Kritik an dieser Veranstaltung im April, dann könnt ihr gerne die Kommentarfunktion nutzen. Bei Kritik macht bitte Konstruktive draus. Für die August-Veranstaltung bringt mir ein, boah, das war total scheiße, bringt mir überhaupt nichts, sondern ein, das gefiel mir nicht so gut, ich hätte mir mehr das und das gewünscht oder vielleicht wäre da und da das ein bisschen besser umzusetzen. Das will ich nur nochmal sagen. Einfach nur Sledgehammer-Kritik im Sinne von, boah, das war scheiße, die werde ich wahrscheinlich auch einfach überlesen, weil da kann ich leider nichts draus ziehen. Deshalb formuliert eure Kommentare, wenn ihr welche habt, bitte so, dass wir damit arbeiten können, also wir, das Team um mich herum und ich. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der Vorbereitung der August-Convention und spätestens sehen wir uns dann im August bei dieser entsprechenden Convention. Ich werde noch eine Veranstaltung machen. Ich werde im Tabletop-Weltforum im ThisCon-Thread auch noch immer wieder Aktualisierungen posten. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und ich werde natürlich dann auch vor der nächsten ThisCon, also AugustCon quasi, werde ich nochmal Videos machen, um euch zu informieren, was ist gerade Phase, was haben wir für Möglichkeiten und was kostet das Ganze und bla bla bla. Also alles das, was ich heute schon mal vorangekündigt habe, was es geben könnte, wird dann festgezurrt und bei dem nächsten Infovideo für euch dann wirklich vorgestellt, präsentiert. So, und jetzt würde ich sagen, die Kommentarsektion ist freigegeben, ihr könnt schreiben und ich lege mich jetzt nochmal hin, denn ich brauche noch ein bisschen Ruhe. Ich bin raus, euer Lizzy Finger, keep on wargaming.